Moin Moin und willkommen zurück bei NXDATA mit den Raumschiffssammlungen von Star Trek. Das ist die Folge Nummer 23 mit der 45 und 46. Wie ihr sehen könnt, geht es hier um den oder das Malon-Exportschiff oder auch der Frachter, der Malon-Frachter. Gesehen in Voyager, ich glaube in der Folge die Leere, wo sie halt ihren Biomüll schön abwerfen. Achtung, Spoiler. Ich glaube, die Schiffe sind zweimal zu sehen in Voyager, wenn ich mich recht entsinne. Und man sieht gleich, das ist ein Frachter mit den dicken, bulkigen Tanks. Hier haben wir ein Malon. Malon, Malon. Hier haben wir noch ein paar Schiffsdetails bzw. Informationen über das Schiff selber und über die Malonen mit ihrem giftigen Gas, was sie hier ausstoßen, ihrem Biomüll. Antimaterie, Biomüll, da viel, ist das Theta-Strahlung? Ich glaube Theta-Strahlung, halt dort dann verbreitet und dann sterben diese Wesen, die in der Leere wohnen, da dran. Hier nochmal von der Seite schön zu sehen, die dicken Tanks. Und beim Design des Schiffes war den Zeichnern bzw. dem Designteam gleich klar, das Ding muss riesige Tanks haben, damit das als Frachter, als Tanker gut rüberkommt. Und das wurde eigentlich auch ziemlich gut umgesetzt. Hier unten haben wir noch eine riesengroße Skizze bzw. Zeichnung des Supertankers, des Superfrachters der Molon. Der hat dann unten nochmal eine komplette Reihe und oben sind das zwei nebeneinander, wenn ich mich recht entsinne. Wir dann noch einen Beitrag über die fünfte Staffel von Star Trek Voyager, die ja mehr Action und mehr Abenteuer haben sollte, wie ihr hier lesen könnt. Da anscheinend dem Publikum das ein wenig zu ja, langweilig vor den letzten Staffeln. Aber mit Staffel 5 haben sie ja dann einiges geändert. Hier oben zum Beispiel die Folge mit dem Wasserplaneten. Hier haben wir die Undine auf der Spezies 8472 eben auf der selbst errichteten Raumstation, wo sie die Sternflottenakademie nachgebaut haben und halt trainieren die Spionage und den ganzen Kram. Ja, hier haben wir noch einen anderen Malon, dann das ist das zweite der Auftritt von denen und die wichtigsten Folgen. Hier noch ein interessanter Beitrag über Captain Protron. Und das war es auch schon soweit zum Heft. Kommen wir zu dem Modell selber. Ja. Der Marlon-Frachter. Was soll man da groß zu artig sagen? Also das Modell selber ist gut verbaut. Ich habe hier wieder Angst, dass diese ganz feinen Plastik, ja, was sind das, Rohre, oder wie wir es auch bezeichnen sollen, einmal runterfallen, kaputt brechen, genauso wie Geschütztürme, die oben drauf gepöbelt sind. Da hat man echt immer Angst, dass wenn es irgendwie einmal runterfällt, wenn man Staub fischt oder sonstiges, dass es gleich kaputt geht. Das Modell ist eigentlich, ja, leicht im Vergleich zu anderen Modellen. Ich würde schätzen, hier die Kugeln selber, die Tanks, die sind aus Guss. Ja, die runden hier. Und die Verkleidung und die ganze Anbau, Schnügelkram ist natürlich wieder aus dem Plastikkunststoff. Vorne haben wir die Brücke drinne. Daneben hier oben die Geschütztürme drauf und hier die Antriebssektion. Von der Farbgebung her passt es zur Serie, es ist sehr dunkel. Wobei ich sagen würde, dass hier auf dem Heft halt verschiedene Farbtöne erkennbar sind. Zwar alle auch dunkel, aber so braun, hier ist ein bisschen gelblich mit drin, hier ein bisschen dieses Weiß. Und das Schiff komplett hier oder das ganze Schiff hier ist eher ziemlich dunkel gehalten vom Farbton, wie ihr sehen könnt. Hätte man detaillierter, glaube ich, machen können. Die Halterung selbst. Hier hinten die beiden Bereiche werden einfach eingeschoben und rasten dann ein bisschen hinten ein. Und so steht das Schiffchen dann in dem Ständer drinnen. Halt der Marlon-Frachter. Für mich nichts Besonderes. Andere sagen vielleicht was anderes. Schreibt mir eure Kommentare dazu, was ihr von den Marlon-Schiffen haltet. Und dann würde ich sagen, wir kommen zu einem interessanteren Schiff. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, als ich eben gerade das Heft bewegt hatte, was jetzt kommt.
ist eins der Schiffe, was einen Buchstaben hinter seiner Kennung trägt. Das ist nämlich die USS Enterprise NCC 701C. Ja, zu sehen von ihr eigentlich gar nichts, außer in der einen Folge von Enterprise, also nächstes Jahrhundert. Wo es, glaube ich, die alte Enterprise hieß, oder Besuch von der alten Enterprise. Eine sehr schöne Serie. Und eigentlich ein sehr schönes Schiff, was viel zu wenig, Screen-Zeit hat. Also zu wenig eigentlich auf dem Monitor zu sehen waren. Ob das jetzt die Enterprise C ist oder aber selber auch die Ambassador-Class, finde ich eigentlich für ein so schönes Design hätte eigentlich ein bisschen mehr Auftritte sein können. Oder vielleicht sogar eine eigene Serie. Ja, hier haben wir sehr vieles Bildmaterial und Informationen aus der Folge. Hier wieder die Übersicht des Schiffes. Hier geht es um das Design. Was sehr interessant ist, ich habe das mal durchgelesen gehabt, dass das hier der erste Entwurf war. Und dieser Entwurf wurde für nicht für die Serie gemacht, sondern als Grundentwurf einfach, was hätte sein können, ne, dazwischen. Und als Modell dann in die Enterprise D an die Wand gehängt, wo diese ganzen Goldmodelle, diese Querschnitte hängen. Deswegen kann man nämlich erkennen, dass das Modell da, wenn man mal Raumschiff Enterprise guckt, eben diese runde Aussparung hat, beziehungsweise diese runde Beule unten. Und auch das Design ein ganz klein bisschen anders ausschaut, als das endgültige, was wir dann kennen. Weil das ist das Modell, was da in dem Raum bei Captain Picard in diesem Lounge hängt. Und das ist das Modell, wie wir es kennen. Was dann später in der Serie, in der Folge dann zu sehen ist. Das Interessante ist auch, als sie das Schiff designt haben, haben sie von der Enterprise, von Kirk, gar nicht wahr, von der Excelsior-Klasse, also von der Enterprise B, und von der Enterprise D einfach Querbilder genommen, so welche hier, übereinander gelegt und die wichtigsten Punkte markiert und dann daraus eben das Design entworfen. Was auch sehr interessant ist, weil das wird ja nicht bei jedem Schiff so gemacht. Aber hier gab es halt die Möglichkeit, einfach mal so ein Zwischending zu machen. Hier nochmal ein großer Beitrag über die Serie, über die Folge, die alte Enterprise. Und hier sieht man das nochmal, auch so einige LKs-Anzeigen bzw. Bildschirmmonitorflächen haben noch dieses erste Design drin als Anzeige. Das soweit zu dem Heft. Kommen wir zu dem Modell selbst. Da ist der Ständer und hier haben wir es. Tada! Ja, wunderschön gemacht, finde ich. Richtig schön. NCC 1701C, USS Enterprise. Bemalung sehr hübsch. Untertassensektion aus Guss. Rest wie gewöhnlich aus dem Kunststoffmaterial. Hier auch schön die Deflektorschüssel, die große. Dann der Hals hier noch von der Excelsior, dieses dunklere, diesen Riefen und Rillen. Dann schon die Borbgun in Richtung Galaxy-Klasse. Aber auch noch ein bisschen von der Excelsior drinne, auch nämlich dieses geriffelte. Auch die Bemalung, dieser leichte Blau-Grauton, den wir von der Excelsior kennen. Ein richtig schönes Modell von dem Schiff. Verarbeitung recht top, also ich habe da keinen Verschleißbereich gesehen, wo irgendwas komisch übersteht oder zu große Lücken. Okay, ja, ja, aber mich stört es nicht. Wobei das hier im Video auf der Kamera echt zu groß ausschaut, wenn man sich das am Modell anguckt, dann fällt das gar nicht so auf. So, dann packt man das Schiff mal in ihre Halterung. Das ist wieder eine Halterung, wo das in die Untertassensektion eingerastet wird. Diese Variante des Festmachens finde ich eigentlich noch am besten.
weil dadurch mehr Halt gegeben wird, weil es auch ausbalanciert drin ist. Schon wieder ein Katzenhaar, furchtbar. Ja, das war die Enterprise C. Habt ihr Fragen, habt ihr Kritik, auch sonstiges, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Das ist mal so schön hier. Eigentlich müssen wir noch so ein Tischchen holen, so ein kleines, oben mit so einer Drehscheibe drauf, die sich automatisch dreht, und dann kommen die Modelle drauf. Wird bestimmt interessant ausschauen. Ja, dann danke ich euch wieder fürs Einschalten bei der Folge 23 von den Raumschiffsmodellen. Euer NXData. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.